Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist die richtige Zeit für unser Forum Wirtschaft. Herzlich willkommen, schön, dass gerade Sie dabei sind. Unser Thema ist brandaktuell. Die Mieten steigen und steigen, die Baukosten kennen nur eine Richtung, nach oben. Da stellt sich die Frage, ist Bauen und Mieten überhaupt noch bezahlbar? Darum geht es nun. Meine Gesprächspartner sind Herr Nikolai Magzara, er ist einer der Geschäftsführer der Firma AMR. Dann Herr Wolfgang Grasse. Herr Grasse, Sie sind Sachverständiger, Gutachter und waren jahrelang Gesellschafter der Immobilienfirma Wübbenhorst. So, und dann Herr Jens Freimuth, Sie sind Abteilungsleiter für Vertrieb und Marketing bei der GSG. Herzlich willkommen Ihnen dreien hier im Studio. Mit Ihnen habe ich ja, denke ich, so die richtigen Fachleute zu dem Thema, ob Bau noch bezahlbar ist und ob Mieten auch noch bezahlbar ist. Wie sieht es aus mit der Situation am Baumarkt? Was ist da los, Herr Magzara? Ja, solche Zeiten gab es zumindest während meiner Laufbahn bei AMR so noch nicht. Es kamen viele Faktoren fast gleichzeitig, fehlende Zuschüsse, steigende Energiekosten, die Inflation und dann natürlich die Ukraine-Krise. Die Auftragsbücher sind immer noch voll. Es wird viel natürlich jetzt abgearbeitet und realisiert aus dem letzten Jahr. Aber wir stellen doch gerade bei der Nachfrage nach Neubauimmobilien einen Rückgang fest. Und die Kosten, wie Sie schon gerade sagten, kennen im Moment keine Grenzen. Mhm. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie merken das schon, das heißt, Sie bekommen weniger Aufträge von den Kunden, von den Bauwilligen, so nenne ich das. Genau, also wir merken, dass die Nachfrager auf jeden Fall verhalten sind, teilweise auch ein bisschen zurückhaltend, abwarten wollen, was passiert, auch gerade was Fördermittel angeht, Zuschüsse für energieeffizientes Bauen. Aber natürlich auch der Zinsanstieg, also in den letzten Monaten reden wir da ja schon von einer Verdreifachung. Da ist es natürlich für viele Familien gar nicht mehr möglich, überhaupt über so ein Projekt nachzudenken. Ja. Nehmen wir mal so ein bisschen systematisch nochmal vor. Herr Grasse, die Firma Wübbenhorst gibt ja, ich glaube, zweimal im Jahr so eine Art aktuellen Bericht heraus, so einen Immobilienmarktbericht. Und jetzt ist ja, glaube ich, gerade der aktuelle von Ihnen herausgegeben worden. Wenn wir da mal so ein bisschen darüber berichten, wie sieht es aus bei Baugrundstücken, bei Einfamilienhäusern, bei Eigentumswohnungen in der Preisentwicklung. Ja, das will ich gerne sagen. Eine der Schlagzeilen unseres Marktberichtes ist in diesem Jahr, der Immobilienmarkt steht vor einer Zäsur. Und das macht sich an sehr vielen Faktoren bemerkbar. Herr Magzara hat das schon erwähnt, die Zinsen spielen eine ganz große Rolle. Mhm. Wir hatten bislang 1%, im Januar noch, wir haben heute 3%, also dreifach. Wir haben an sich stagnierende Mieten. Also auch von der Seite kommen natürlich die Kapitalanleger dann unter Druck, wenn sie finanzieren müssen. Klar. Das spiegelt sich gegenwärtig auf dem Markt wieder. Auch das hat der Magzara ja schon erwähnt. Das heißt also, bei den Bauplätzen, warum gibt es keine Bauplätze? Es gibt wenig Bauplätze, das ist richtig. Aber im Augenblick spielt das für das Marktgeschehen keine so große Rolle, weil die Nachfrage nach Bauplätzen zurückgegangen ist. Ein- und Zweifamilienhäuser werden stark nachgefragt, aber da ist das Problem, sind sie energetisch auf dem heutigen Standard? Die gestiegenen Energiekosten spielen eine ganz erhebliche Rolle. Also auch da ist immer noch ein sehr hohes Niveau. Die Preise sind immer noch sehr hoch. Ob sie so hoch bleiben, wird die Zukunft zeigen. Das ist schwer vorhersehbar. Eigentumswohnungen, da stellen wir also beispielsweise fest, dass der Selbstbezieher noch stark am Markt vertreten ist, während der Kapitalanleger sich weiter zurückhält. Das hängt mit den Faktoren zusammen, die ich eingangs erwähnt habe. Also das ist sozusagen eine kurze Zusammenfassung der gegenwärtigen Situation. Was die Zukunft will, wir werden es nachher ja noch etwas näher beleuchten. Das muss man ein bisschen abwarten. Ja. Nun hat man ja kürzlich so in unserer Nordwestzeitung gelesen, Oldenburg
550.000 Euro für ein gebrauchtes Einfamilienhaus. Dann wurde da erwähnt in einem anderen Artikel irgendwann, dass sich die Bauplätze in den letzten Jahren um über 50% verteuert haben. Also bis auf, da wurde eine Zahl genannt, so ein Durchschnittsbauplatz, 600 Quadratmeter wurde das bezahlt, das ist wahrscheinlich ein bisschen groß für Oldenburg. Hier ist das ja wahrscheinlich hier 500 Euro, Herr Freimuth, 500 Quadratmeter. Aber das soll sich erhöht haben, etwa so um die 200, 230.000 Euro ein Bauplatz. Und vor zwei Jahren deutlich weniger, rund 100.000 Euro weniger. Ja. So, und da ist so für mich die Frage, sind das realistische Zahlen, die in der Statistik genannt wurden, oder stimmen die nicht ganz? Sind sie eher zu niedrig oder eher zu hoch? Sie sind ja, glaube ich, Mitglied in dem Ausschuss für diese Grundstückswerte. Ne? Genau, also ich bin selber Mitglied des Gutachterausschusses seit einigen Jahren und die Marktbeobachtung zeigt einfach auch genau das Bild, was meine Vorredner gerade auch schon gezeichnet haben. Ja. Die Preise gehen weiter nach oben und aufgrund der Tatsache, dass wir sehr, sehr wenig Bauland, also Neubauland ohnehin, da haben wir aktuell nur die Neubaugebiete im Stadtsüden, im Osternburger Bereich, ja, auf dem Fliegerhorst, werden jetzt, da gab es eine öffentliche Vorlage im letzten Finanzausschuss, werden jetzt Baugrundstücke für Einfamilien-Doppelhäuser auf den Markt kommen, für Privatnutzerinnen und Nutzer. Aber man muss natürlich ganz klar dazu sagen, auch dass, wie meine Vorredner schon sagten, durch die Zinsentwicklung das immer schwieriger wird. Wir erleben aber auch, wir haben seitens der GSG in den letzten Monaten einige wenige, das waren die letzten, die wir noch hatten, vier Grundstücke im Bereich Behrensring im Stadtnorden verkauft und haben ganz bewusst, eben auch so ein bisschen aus dem Unternehmenskredo heraus der GSG Oldenburg, ein verdecktes Bieterverfahren ausschließlich an Privatpersonen gemacht und wir haben Preisferien erreicht, die weit, wirklich weit über den Bodenrichtwerten waren. Und da hatte ich, sage ich ganz offen, selber auch nicht mitgerechnet. Mhm. Daran merkt man aber auch, dass A, Geld in Anführungsstrichen vorhanden ist. Das ist ja das, was erstmal suggeriert wird. Da wurden Preise weit jenseits der 200.000, 300.000 Euro bezahlt für Quadratmeter oder 500 Quadratmeter Grundstücke und drunter. Auf der anderen Seite muss man ganz klar dazu sagen, ich erlebe immer mehr, dass, ich sag mal, die Altersklasse der jungen Familien, so wie man sie früher bezeichnete, junge Familien, ich sag mal noch so zu meiner Zeit, waren so 25, 30. Junge Familien sind heute 35 bis 40. Da ändert sich auch so ein bisschen die Sichtweise, so ein bisschen das Bild. Und wir haben natürlich mittlerweile auch in der Altersklasse Menschen, die schlichtweg schon geerbt haben, dadurch ein gewisses Polster haben oder, sofern das nicht der Fall ist, im positiven Sinne, teilweise schlichtweg Geld von ihren Eltern bekommen, um diese Preise überhaupt noch bezahlen zu können. Das heißt also, wenn ich da mal aufnehme, was Sie gerade gesagt haben, dann kostet so ein Grundstück 500 Quadratmeter, ein Quadratmeter so, 400 Euro und mehr. Und mehr, ja. Teilweise viel mehr. Das heißt also, 500 Quadratmeter zahle ich so, wenn ich Notarkosten dazu rechne, Grunderwerbsteuer, so 230.000, 240.000 Euro. Ja, und mehr. Dann kommt das Haus dazu. Okay. Und wenn das stimmt, was ich so kürzlich gelesen habe, dann ist das bei diesen Preisen wohl so, dass, wenn wir den Normalverdiener bezeichnen, der Normalverdiener laut amtlichen Statistiken Niedersachsen hat so ein Jahreseinkommen von etwa so 24.000 Euro. Das ist so der Durchschnittsverdiener. Das sind im Monat so netto um die 2.000 Euro. So, wenn dieser Mensch an Grundstückskauf denkt, an das Bauen eines Hauses denkt, dann braucht er etwa 13 bis 14 Jahresnettogehälter, um also so einen Vergleich zu nehmen, um dieses Haus bezahlen zu können. So gehe ich aber in den Landkreis Oldenburg, dann zahle ich nur 6,8 Jahresnettogehälter. Was stimmt hier nicht in der Stadt Oldenburg? Gibt es hier Preistreiber in der Stadt? Also ich denke, Preistreiber sicherlich auch mit. Was wir, ich denke, da, das geht uns allen so, gerade bei den Oldenburger Unternehmen. Es sind in den letzten 10 Jahren mehr und mehr Unternehmen auf den Markt getrieben, die irgendwann der Auffassung waren, sie könnten auch bauen in Qualitäten, zumindest die wir, so würde ich es mal behaupten, die meisten Oldenburger Unternehmen sich nie leisten würden, weil sie schlicht keine vernünftige Qualität abliefern, aber den Preis nehmen. Aber der Markt hat das
muss man auch ganz klar dazu sagen, über Jahre toleriert, weil es natürlich jetzt auch in Kombination mit den geringen Zinsen einfach auch viele, viele Menschen, das haben wir im Bauträgergeschäft seitens der GSG selber erlebt, viele Menschen sich dann als Kleininvestor verstehen und kleine Wohnungen kaufen, obwohl sie sich eigentlich, das merkt man dann in den Gesprächen, eigentlich nie damit auseinandergesetzt haben, was es bedeutet, auch Vermieter zu sein. Und dass Vermieter nicht nur das monatliche Geld kassieren ist, sondern Vermieter auch Verpflichtung bedeutet. Mhm. Und das ist natürlich dann auch immer eine Frage der Möglichkeiten. Aber wir haben gerade in den letzten Jahren, haben wir oder habe ich auch persönlich einzelnen Käuferinnen und Käufern, das hört sich immer doof an, aber wirklich davon abgeraten, nach einzelnen Schilderungen, was sie denn so vorhaben, Wohnungen zu kaufen, weil gesagt, ich glaube, diese Kapitalanlage ist nichts für Sie. Das wird so nicht funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Und gerade wenn Sie dann auch noch davon ausgehen, dass Sie, ich sag mal, jetzt gerade die ersten Jahre irgendwo in der Presse gelesen haben oder irgendwo bei Freunden gehört haben, was man denn so an Miete nehmen kann und das einfach machbar ist, aber eigentlich nicht fair und vor allen Dingen nicht realistisch. Auf lange Sicht gesehen. Ja, okay. Lassen Sie uns vielleicht mal so in einem Teil erst mal reden über das Thema Bauen und dann kommen wir noch ein bisschen auf Mieten. Beim Bauen interessiert mich nochmal, worauf ist denn diese Entwicklung zurückzuführen, dass Oldenburg so wenig Grundstücke jetzt zum Verkauf anbietet? 67 Grundstücke in der Stadt Oldenburg, das ist ja keine Masse, nicht? Nein, aber wie kommen Sie damit zurecht? Sie treffen ja auch auf das geringe Angebot. Ja, aber da muss ich sagen, dass die Firma AMR Wohnbau jetzt dieses Jahr seit 40 Jahren am Markt tätig ist und sich auch ein Stück weit darauf spezialisiert hat, in bestehenden Siedlungen Hintergrundstücke oder Lücken zu bebauen. Ja. Und ich glaube auch, dass wir dadurch vielen Familien auch ermöglicht haben, ein Grundstück überhaupt bekommen zu können. Weil Neubaugebiete, Herr Freimuth sagte es bereits, seitens auch der Stadt, gerade in den letzten 10 Jahren wirklich kaum vorhanden waren. Ne? Am Bahndamm jetzt eines der letzten größeren Gebiete, Fliegerhorst, aber auch politisch findet zurzeit ja auch ein Umdenken statt, dass ein klassisches freistehendes Einfamilienhaus gar nicht mehr wirklich gewollt ist. Ne? Also dass Flächenversiegelung, Flächenverbrauch, das sind alles so Themen, womit sich die Politik und dadurch auch das Bauamt beschäftigt. Und das macht es natürlich nicht einfacher, weil das Angebot dann auch wieder sinken wird, wenn ich das 1000 Quadratmeter Grundstück nicht mehr teilen kann. Hinten der ehemalige Nutzgarten wird dann zum klar, Bauplatz. Klar. Das wird schwierig werden in Zukunft. Was kann man denn so jüngeren Leuten erzählen, die eine Familie gegründet haben, 2 Kinder, die jetzt bauwillig sind, entweder selber bauen oder kaufen? Was können Sie denen empfehlen, Herr Grasse, wenn diese Leute beispielsweise auf Sie zukommen würden? Ja. Also, das hat Herr Freimuth schon völlig richtig gesagt. Vielfach sollte man Leuten abraten, wenn sie sich mit dem Neubauwunsch beschäftigen, wenn man ihnen die konkreten Zahlen mal vorhält. Okay. Und dabei hinterfragt, welches Eigenkapital da ist. Ja, das Eigenkapital ist der entscheidende Faktor. Okay. Sobald ich nur von meinem Nettoeinkommen, das Sie mit 2000 Euro in etwa beziffert haben, den Neubau finanzieren will, ist das utopisch und ausgeschlossen. Das kann man sagen. Also brauche ich Kapital. Das Kapital habe ich angespart, das ist bei jungen Leuten schwierig. Oder ich brauche die Eltern oder ich brauche die Erbschaft. Von allem ist viel vorhanden. Es gibt deswegen ja diese Nachfrage, auch diese hohen Preise. Nämlich wer treibt den Preis? Den Preis treibt der Markt. Nur der Markt. Ja, das Angebot der ist entscheidend. Nachfrage. So ist es. So. Mhm. Und da wir wenig Angebot hatten, auch zum Teil heute noch haben, ist diese Entwicklung so zustande gekommen. Und das war bei niedrigen Zinsen alles einigermaßen unproblematisch. Ja, ja. Aber diese Zeit, und die hat Herr Scholz in seiner Regierungserklärung erwähnt, wir leben in einer Zeitenwende. Da gibt es gar keine Frage. Nun haben wir ja zu dem, was wir gerade skizziert haben, warum die Baupreise gestiegen sind, ja noch neue Entwicklungen, die wir bisher so gar nicht hatten. Das sind jetzt hier Materialpreissteigerungen, ungeahnten Ausmaßes, Lieferengpässe,
Jetzt kommt noch die inflationäre Entwicklung, über die sich ja selbst Fachleute streiten, ob es in Zukunft eher rauf oder eher runter geht. Nicht? Da ist ja auch noch was zu erwarten. So, wenn das noch auf uns zukommt, wie skizzieren Sie dann die Situation? Führt es da nicht zu Unzufriedenheiten, zu einer Spaltung der Bauwilligen, die sich das noch erlauben können, und derer, die sich das nicht mehr erlauben können? Da tut sich doch was, wenn das immer so spiralenförmig nach oben weitergeht. Ich denke, man darf an dieser Stelle nicht vergessen, wir haben momentan mehrere Faktoren, die ohnehin schon da waren, ohne das, was jetzt dieses Jahr noch alles dazugekommen ist. Wir haben natürlich, das gilt ja nicht nur für AMR, es gilt auch für andere Unternehmen, in dem Moment, wo ich natürlich eine Hintergrundbebauung mache, das irgendwie realisieren kann und dann dieses sogenannte Pfeifengrundstück quasi da entwickeln mit der langen Zufahrt und dem Bebauen hinten. Wenn da vorher ein Nutzgarten war, unproblematisch, da finden ein, vielleicht zwei Familien Platz, wunderbar. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die Entwicklung, und das ist ja das, was man halt auch im Stadtgebiet immer wieder gibt. Und da unterscheide ich dann immer ein bisschen, was machen die Olmo-Unternehmen, was machen vielleicht Externe, denen das ein Stück weit vielleicht auch egal ist, wie sich das Stadtbild verändert. Es gibt ja einmal die Variante dann, ich sage jetzt mal, ein Familienhaus, ein altes Einfamilienhaus abzureißen und dann vielleicht auf den langen Grundstück mit Nutzgarten zwei Einfamilienhäuser zu bauen oder vielleicht sogar zwei Doppelhäuser zu bauen. Das ist für mein Dafürhalten immer noch eine maßvolle Nachverdichtung, weil man dadurch einfach auch im Rahmen der Preisentwicklung dann zwei, drei, vier Familien die Möglichkeit gibt, auch nochmal dort zu wohnen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, und das sind an der Stelle dann wirklich Preistreiber, alte B-Pläne, 60er, 70er Jahre, wo ich dann einfach, ich sag mal, die Ausnutzbarkeit, die es immer im Bebauungsplan schon gab, zweieinhalbgeschossig, dann einfach auch mal als Investor ausnutze. Und dann steht da eben nicht mehr das kleine, ich sag mal, wir reden im Regelfall über Siedlungshäuser, 50er, 60er Jahre, da war das Einfamilienhaus 60 Quadratmeter groß oder vielleicht mal 70. Mhm. Das hat sich ja mittlerweile auch gewandelt, ja. Das gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Die Familie an sich braucht ja oder will einfach heute auch viel mehr Platz haben. Mhm. Aber wenn ich natürlich ein kleines Siedlungshaus wegreiße und dann entstehen da nachher 6, 7, 8, 9 Wohneinheiten, am besten noch 2,5 mit Staffelgeschoss, was baurechtlich alles völlig in Ordnung ist. Aber das gibt natürlich auch Unmut, und das ist auch eine Entwicklung, wo dann einfach auch die Personen oder die Familien, die dann gerne das Grundstück kaufen wollen, um klein zu bauen, auf demselben Grundstück, ich sag mal, handeln wollen, was den Preis angeht, im Gegensatz zu einem Investor, der dort viel mehr realisieren kann, dann ist natürlich der Quadratmeter Grund und Boden für den Investor viel, viel mehr wert, im wahrsten Sinne des Wortes, nachher natürlich auch im Verkauf, als für den Einfamilienhäuslebauer, der das vielleicht sogar sanieren möchte oder übernehmen möchte. Und dadurch habe ich natürlich auch eine Preisentwicklung, die der Markt eben hergibt. Herr Maxara, Sie sind ja eng am Markt mit Bauten auch von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, Reihenhäusern. Wie wirkt sich denn bei Ihnen in der Praxis jetzt, ganz, ganz realistisch gefragt, das Thema Materialpreissteigerung aus? Wenn ich bei Ihnen einen Bauauftrag eingebe, kann ich mich darauf verlassen, zu dem zwischen uns vereinbarten Preis läuft das? Oder müssen Sie andere Vorkehrungen treffen, um die Preissteigerung aufzufangen? Nein, also jemand, der bei uns als Privatperson einen Bauvertrag abschließt, hat 100% die Sicherheit, dass dieser Preis ein Festpreis ist. Auch jetzt noch? Auch jetzt noch. Okay. Ist ja verankert vor ein paar Jahren worden im BGB, Verbraucherbauverträge. Also da ist klar geregelt, wie solche Bauverträge, die es dann auch sind, auszusehen haben. So, und das, da hat man keine Möglichkeit, Variablen einzubauen. Das ist so nicht möglich. Das heißt, wir sind nur in der Lage, heute einen Bauvertrag abzuschließen mit der Gewissheit, so, ich fange frühestens vielleicht in 3 bis 6 Monaten an, je nach Dauer auch der Genehmigungsphase. Dann geht's los, so ist der Klinker überhaupt lieferbar, den die Familie haben möchte. Also es kann im Moment, oder wird im Moment nur mit Preisaufschlägen, mit Risikoaufschlägen möglich sein, so einen Festpreis überhaupt abzugeben. Aber wir entwickeln gerade ein Modell, wo man sagt, so das ist der maximale Festpreis. Mhm. Man hinterlegt hinter diesem Bauvertrag beispielsweise Einheitspreise, tagesaktuell, und schaut dann bei Baubeginn, ob sich das Ganze beruhigt hat. Aber das ist reine Spekulation. Ja. Wer hätte damit gerechnet, mit der Ukraine, einer der größten Stahlproduzenten Europas? Also
Auch die Preise haben sich mehr als verdoppelt. Mhm. Das kannten wir schon ein Stück weit aus der Corona-Zeit. Holzpreise hatten auch eine Hochphase, aber das hat sich dann relativ schnell beruhigt. Aber im Moment betrifft es auch aufgrund der hohen Energiekosten viele Baustoffe, ne? Also die ganzen Ziegelwerke. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt mich bei Ihnen melde, mit Ihnen ein Gespräch führe, dann muss ich davon ausgehen, wenn Sie mit mir den Vertrag schließen, dann haben Sie Preissteigerungsrisiken in Ihrem Preisangebot eingepreist für die nächsten Monate. Aufgrund der vergangenheitsbezogenen Erfahrung sagen Sie, so und so viel Prozent muss ich pauschal oben draufschlagen, damit die möglichen Materialpreissteigerungen nicht nur von mir alleine getragen werden. Genau, also wir bekommen zurzeit fast täglich Preiserhöhungsschreiben, sei es aufgrund erhöhter Benzin-Dieselkosten, Logistik steckt dahinter, dann die hohen Energiekosten. Also da sprechen wir teilweise von 10-20% Preisaufschläge, die sich zwar immer nur auf einen Teil beziehen, jetzt auf Klinker oder auf Kalksandstein, Dämmmaterial auch auf den Punkt, Dacheindeckung. Also es zieht sich wirklich durch alle Bereiche durch. Und wenn Sie jetzt mal so einen Prozentsatz nennen, zu normalen Zeiten, sagen wir vor anderthalb Jahren, das gleiche Haus, wie teuer konnten Sie das dann anbieten? Und per heute, was muss der Bauwillige heute für das gleiche Haus, für die gleiche Größe zahlen, aufgrund der Steigerungsrate, so ungefähr? Also aufgrund der aktuellen Lage haben wir unser Hausprogramm so ein bisschen umgestellt. Das heißt, wir haben uns von der Gasbrennwerttherme getrennt. Mhm. Auch diese Technik, Wärmepumpentechnik, kostet natürlich etwas mehr Geld. Aber wenn Sie heutzutage 130 Quadratmeter Satteldachhaus bauen möchten, dann sind wir schon in Bereichen von 290.000 bis 300.000 Euro. Plus Grundstück. Plus Grundstück. Genau. Und wo waren wir davor? Sagen wir mal vor zwei, drei Jahren? Ja, also vor Corona, das traue ich mich ja schon fast gar nicht zu sagen. Ja. Aber da waren wir bei vielleicht 210.000, 215.000 Euro, wo es da losging. Ne? Also das sind schon. Das sind also um die 80.000, um die 40%. Ja, also wenn man vor Corona den Zeitpunkt nimmt, das Gleiche gilt ja für die allein die Bodenrichtwerte haben sich ja auch in den Jahr für Jahr ordentlich gesteigert. Aber das Gleiche gilt auch mittlerweile für die Baupreise. Kommen Sie denn noch an Baumaterial heran oder gibt es auch schon Verzögerungen, dass dies fehlt, jenes fehlt und so weiter? Nein, also es gibt immer mal Verzögerungen, aber wir haben als Bauträger natürlich für jedes Gewerk 5 bis 15 Partner, die wir koordinieren, die für uns das Ganze ausführen und auch einkaufen. Und von daher sind wir noch in der Lage, Materialien zu bekommen, aber das teilweise dann auch zum Höchstpreis oder zum Tagespreis. Also das merken wir schon deutlich. Mhm. Da ist entscheidend der Auftragseingang. Mhm. Nun kommt ja auch noch dazu, ich nenne es jetzt mal so, der Energiepreisschock, ne? Der beeinflusst ja auch das Können und Wollen der Bauwilligen. Und wenn man das mal so alles addiert, führt das im verstärkten Maße dazu. Eingangs haben Sie ja gesagt, okay, Sie merken das schon, aber ist das schon zunehmend, dass Leute sagen, nee, ich ziehe meinen Bauantrag zurück oder möchte meinen Vertrag mit Ihnen erst in ein, zwei Jahren in die Realität umsetzen? Ja, also da muss man differenzieren. Derjenige, der schon einen Bauvertrag geschlossen hat, so der hat in der Regel auch eine gesicherte Finanzierung. Mhm. Also das bleibt bestehen. Aber Anfang des Jahres, als Herr Habeck die Zuschüsse gekippt hat, haben wir doch deutlich gespürt, dass diese fehlenden Zuschüsse oder Subventionierung doch den einen oder anderen dazu bewogen hat, von dem Kauf abzusehen oder von dem Neubau, um auch erstmal abzuwarten, was es Neues gibt. So bis dato gibt es da leider wenig. Und es gibt die ersten Überlegungen zum Jahreswechsel dort was Neues aufzulegen, aber das merken wir schon. Dass jetzt die Kunden auch eher sagen, gut, dann verzichte ich auf die Technik, weil sie letztendlich das Ganze nicht mehr wirtschaftlich darstellen lassen.
Das Kuriose ist jetzt, dass durch die Ukraine-Krise doch deutlich spürbar ist, dass ein Umdenken stattgefunden hat, weil natürlich die Angst auch vor ja, sag jetzt mal, einem Öl- oder Gasembargo, ja, dass jetzt die Leute doch sagen, so, ich möchte ein autarkes Haus haben, ja, ich möchte keinen Gasanschluss mehr haben. Mhm. Und darauf haben wir dann jetzt auch reagiert. Ja. Einmal so an Sie, an die Runde, wenn man das, was jetzt gerade Herr Magzahr gesagt hat, sich durch den Kopf gehen lässt und jetzt Sie Auskunft geben müssen, wer kann denn überhaupt in der Situation oder wem empfehlen Sie noch in der Situation jetzt zu bauen oder zu kaufen? Na, ich denke, es ist natürlich insgesamt eine schwierige Frage. Also wir sind ja seitens der GSG, wie gesagt, abgesehen von den letzten vier Grundstücken, die wir da jetzt um die Jahreswende verkauft haben, sind wir ja nur noch im mehrgeschossigen Wohnungsbau unterwegs. Alles andere machen wir nicht mehr, weil wir irgendwann auch gesagt haben, also ich sag mal, noch vor 20 Jahren war die GSG auf dem Markt mit aktiv. Es war aber auch, muss man fairerweise sagen, eine völlig andere Marktsituation. Mhm. Da lagen die Baupreise, die Bodenpreise lagen in Oldenburg, ich will nicht sagen ganz am Boden, aber sie waren weit, weit unter dem, was wir heute haben. Und das ist so eine Entwicklung, die habe ich so ganz grob, Ende 70er, Anfang 80er, ja alle 20 Jahre. Das heißt, wir wären jetzt gerade wieder im Turnus. Aber man muss natürlich, so wie Herr Magzahr schon sagt, und darf man natürlich nicht vergessen, wir haben eine Gemengelage, die wir so in der Konstellation noch nicht haben. Wir reden nicht nur über Grundstücks- und Materialpreise, das können wir wenig beeinflussen. Aber das ist das eine. Aber eben auch die Ukraine, die Zinsentwicklung, da sind ja so viele Faktoren dabei, die auch einfach Ängste hervorrufen. Mhm. Und auch das, was gerade auch schon gesagt wurde, ich sag mal, die Bundesregierung an der Stelle, was jetzt Herr Habeck mit der KfW, ich sag mal, bewusst gemacht hat, führt dazu, dass diese Förderung einfach auch unberechenbar geworden ist. Für uns ist sie auch nicht mehr verlässlich. Das sehen wir sowohl im Bauträgergeschäft. Mhm. Uns trifft das massiv für den Bestandsbau. Da über Mieten sprechen wir ja später noch. Ja. Und da ist das mit der KfW ein echtes Problem. Sie wollen damit sagen, dass die Programme gekippt wurden, beziehungsweise ruckzuck waren die Programme schon aus, sodass die Bauwilligen sich auf diese günstigen Kredite oder Zuschüsse der KfW nicht mehr verlassen konnten. Ne? Genau, also Sie haben in der oder im Anfang des Jahres, im Januar, die Situation gehabt, wir auch, das hat mehrere unserer Bauprojekte betroffen, die Situation gehabt, dass innerhalb von wenigen Tagen die eigentlich für Ende Januar angekündigte Auslaufzeit für die KfW 55-Kredite einfach eine Woche vorverschoben wurde. Völlig irrationales Handeln, das geht einfach nicht. Aber es ist einfach auch für die ich sag mal, Bauwilligen, egal ob eine Privatperson oder Investor, einfach nicht kalkulierbar ist. Man bereitet alles vor, ist fertig, will einreichen und dann auf einmal ist einfach das Förderprogramm zu. Das ist das eine. Dann wird was Neues angekündigt. Es wird angekündigt, ja, wahrscheinlich nur die Hälfte der Fördersumme. Das hätte uns persönlich, Privatpersonen trifft das natürlich mehr, uns als relativ großes Unternehmen, nicht so. Wir finden das bedauerlich, aber wir haben die Zuschüsse natürlich auch gerne genutzt, um halt bestimmte Wärmepumpen oder klimaschutztechnisch Dämmung noch on top oben drauf zu setzen. Und dann kommt ein Förderprogramm, das keine zwei Stunden hält. 1 Milliarde Euro ist einfach bei dem, was an Stau aufgelaufen war seit Januar, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Dann wird angekündigt, es gibt ja den Tag drauf eine neue Förderung, die gibt es offiziell im Internet. Können Sie aber nicht abrufen, weil Sie eine Zertifizierung brauchen, die Sie aktuell noch gar nicht bekommen. Wir haben mit allen Energieberatern hier in der Region besprochen, die sind dafür noch gar nicht zertifiziert. Die dürfen das noch gar nicht. Dann habe ich halt mittlerweile auch Auflagen durch das nachhaltige Bauen, was ich ja grundsätzlich aus der Überzeugung her positiv finde. Aber Sie haben Auflagen, die eigentlich schon vor dem Grundstückskauf anfangen. Das können wir aber nicht, wenn wir schon gekauft haben. Das heißt, damit fängt er schon an. Mhm. Und die nächste Ankündigung, die auch aus dem Ministerium von Herrn Habeck gekommen ist, wieder zum Jahreswechsel, soll es weitere Auflagen geben für nachhaltiges Bauen, was die Materialien angeht. Erstmal wieder aus der Überzeugung heraus, ist das eine gute Idee. Die Frage ist nur, wie reagiert der Markt drauf? Mhm. Und wenn die Baupreise so weiter steigen, dann wird der Markt wahrscheinlich gar nicht drauf reagieren, weil nämlich keiner mehr baut. Mhm. Und das wird zwangsläufig den Markt auch da dann wirklich als Zeitenwende wirklich auch völlig verändern. Also kann man doch sagen, im Grunde genommen kann man keinem noch empfehlen, jetzt zu bauen in der Situation. Ja, so weit würde ich natürlich nicht gehen. Aber ich sage noch einmal,
das finanzielle Background ist entscheidend. Mhm. Aber damit man nur mal weiß, was das ausmacht mit den Fördermitteln. Das sind zwischen 300 und 500 Euro je Quadratmeter an Fördermitteln. Wenn die wegfallen. Je Quadratmeter Grundfläche oder Wohnfläche. Wohnfläche. Also nehmen wir mal zwischen 300 und 500 Euro. Wenn man das sich sozusagen in die Relation auch zu den Kaufpreisen setzt, sieht man natürlich, dass das ja eine wirkliche Menge, über 10%, die auf diese Weise den Leuten verlustig geht. Also ansonsten sind natürlich meine Vorredner viel prädestinierter, sich über das Thema des Neubaus zu unterhalten. Meine Aufgabe als Sachverständiger oder als Vertreter der Firma Bückenhorst beschäftigt sich natürlich mehr zum Teil mit der Vergangenheit und der Gegenwart. Sie haben an der Front zu kämpfen, was das Neubaugeschäft angeht. Und das ist sicherlich heute sehr schwierig. Ist die aktuelle Lage vielleicht jetzt so, dass im Grunde genommen jetzt nur noch bauen diejenigen, die Mehrfamilienhäuser errichten und dann vermieten wollen? Weg vom Einfamilienhausbau mehr in Richtung Mehrfamilienhäuser in der jetzigen Situation. Und da stellt sich dann ja die Frage, können die bei gestiegenen Finanzierungskosten, die Unternehmen betrifft ja auch die GSG, können sie noch jetzt überhaupt zu vernünftigen Mietpreisen ein errichtetes Objekt vermieten, bei gestiegenen Finanzierungskosten, Materialkosten, Lieferengpässen und so weiter? Das muss sich doch in der Miete, die sie nehmen wollen, in der Höhe auswirken. Das ist die logische Konsequenz. Ja. Also man muss ganz klar dazu sagen, nehmen wir jetzt einfach aktuelle Beispiele, wir bauen in insgesamt 3 Bauabschnitten auf dem Fliegerhorst. Die Grundstücke haben wir vor Jahren schon gekauft von der Stadt Oldenburg, bauen wir ungefähr 300 Wohneinheiten. Alles mehrgeschossiger Wohnungsbau und so wie wir es bei der GSG immer machen, wir bauen 50-60% geförderten Wohnungsbau. Was bedeutet das? Wir haben beim einfachen B-Schein aktuell eine gedeckelte Miete von 6,10 Euro, bekommen Fördermittel von der N-Bank. Da gibt es einen Teilnachlass nach 25 Jahren der Finanzierung, Gesamtbindungszeit 35 Jahre. Dann haben wir einen zweiten Part für den erweiterten B-Schein, bedeutet Miete 7,50 Euro, auch wieder gedeckelt. Gibt es besondere Förderkonditionen, dort ohne sozusagen Schuldenerlass, aber eben auch mit einer langen Laufzeit von 30 Jahren, wieder mit der N-Bank. Und die Schwierigkeit, die sich jetzt daraus ergibt, ist, dass wir waren gerade eigentlich einige Monate, muss man dazu sagen, dankbar für die erst im letzten Jahr aufgelegte KfW-Förderung in der Zuschussvariante, die ja leider im Januar wieder weggefallen ist. Nicht, weil wir diesen Zuschuss unbedingt für das Bauen bräuchten, aber wir haben mit dem Zuschuss, also mit dem Geld, das wir von der Bundesregierung dann bekommen haben, haben wir auch im geförderten Wohnungsbau diese ganzen, ich sage jetzt mal Klimaschutzmaßnahmen, Luft-Wärmepumpen, also auch das, was nachher bei der zweiten Miete, also bei den Energiekosten, bei den Mieterinnen und Mietern ankommt, das haben wir alles machen können. Jetzt sind wir wieder in dem alten Turnus, den wir bis zum 30.06. hatten und jetzt schon wieder, es geht nur noch die KfW-Kreditvariante, da kommen wir aber nicht ran. Nicht, weil wir nicht dürfen, sondern weil wir das Problem haben, dass wir bei den N-Bank-Konditionen 75% maximal finanzieren lassen dürfen. Das sind die Mittel, die wir von der N-Bank bekommen. Und die 25% dürfen wir nicht finanzieren. Das heißt, wir haben mit der Kreditvariante, die es bei der KfW nur noch gibt, gar keine Möglichkeiten, weil wir diesen Kredit ja nicht aufnehmen dürfen. Und die Zuschussvariante hat uns quasi ermöglicht, beides zu kombinieren. Und das ist einfach jetzt auch die logische Konsequenz daraus. Wir waren gerade auf dem Fliegerhorst dazu übergegangen und hatten unsere Projekte auf 40 EE, EE steht Wort für erneuerbare Energien, auf 40 EE umgestellt, wo wir gesagt haben, das ist das Bestmögliche, was wir Mieterinnen und Mietern anbieten können. 40 plus, die Begrifflichkeiten haben sich schon wieder geändert, 40 plus war dann quasi noch das i-Tüpfelchen mit zusätzlichem Speicher, also Akkumulatoren dann im Keller oder wo auch immer. Das konnten wir aber nicht, weil diese Speicher einfach noch immens teuer sind und wir sie im geförderten Wohnungsbau einfach mietentechnisch nicht umgelegt bekommen. Also gehe ich mal weg von der GSG. Die Probleme, die Sie gerade nannten, Herr Freiburg, die haben ja auch andere Personen, die meinetwegen so ein 4 oder 8 Personen auserrichten wollen und das vermieten wollen, die haben ja die ähnliche Problematik. So, und die fragen sich doch jetzt angesichts der Situation, so stelle ich mir das mal als Laie vor, lohnt sich überhaupt noch meine Absicht, jetzt dieses Mietobjekt zu errichten, bei gestiegenen Finanzierungskosten,
bei Nachhaltigkeitsauflagen, die noch auf mich zukommen. Denn derjenige, der sowas jetzt vorhat, fragt sich doch, kann ich die nötige Miete, die ich erzielen möchte, so ein bisschen Gewinn darf man ja auch noch haben, das ist ja nicht verboten, kann ich dann überhaupt noch zu dem Preis, den ich haben muss, die Wohnung an Normalsterbliche vermieten? Oder? Ja, das analysiert man natürlich, aber immer von Objekt zu Objekt. Ne? Ja, ja, also klar. Herr Freimuth kennt seine Grenzen, 6,50 Euro, 7,50 Euro, also das ist klar. Auf dem freien Markt ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wo man dann, wenn man pessimistisch rangeht, mit 9,50 Euro, Neubau 10, 11, 12 Euro. Also das ist ja schon ein wichtiger Faktor, im Vorfeld zu überlegen, so was sind meine Grundstückskosten, wie hoch sind meine Baukosten und mit welcher Miete kann ich rechnen. Und die Kapitalanleger sind meiner Meinung nach eigentlich immer noch da, weil die natürlich bei einer Inflation von 8% natürlich in Sachwerte investieren wollen. Ja, ja, klar, ja, das ist das. Aber die Zeiten, dass sag jetzt mal der Mieter den Abtrag sozusagen bezahlt hat für den Investor plus nochmal einen Schnaps obendrauf, so, das ist in der Regel ja auch nicht so gesund. Wir hatten die letzten Jahre wirklich tolle Zeiten, aber ja, die Mietpreise und die Kaufpreise sind auch miteinander verbunden. Ne? Also natürlich, die Mieten steigen nicht bis uns Unermessliche und irgendwann, wenn die Grenze erreicht ist, dann werden auch die Kaufpreise sich entsprechend auswirken. Ne? Wenn wir uns mal den Mietmarkt in der Tat zu, was muss man denn jetzt nehmen für so ein neues richtiges Objekt pro Quadratmeter Miete? Was wird hier in Oldenburg so genommen? Ich denke, das hängt ganz stark damit zusammen, wie nachhaltig der eigene, der jeweilige Investor ist, egal ob ein Privat- oder Unternehmen. Das ist das eine. Das heißt, die Miete, ich muss ja nicht das Höchste nehmen. Also sicherlich können Sie im Neubau, wenn Sie jetzt KfW 40 EE, 40 Plus Standard, irgendwo da die Ecke sind und die Lage auch noch passt, da schaffen Sie mittlerweile auch Mieten von 14, 15, 16 Euro. Sie müssen sich aber immer die Frage stellen, wie lange passt denn das oder wie lange funktioniert denn das? Und die Erfahrung, die sicherlich nicht nur wir, sondern auch andere machen, ist, wenn Sie Investoren dabei haben, die meinen, dass das eine gute Idee ist, in der Preiskategorie unterwegs zu sein, passiert es halt auch einigermaßen regelmäßig, dass Sie in den ersten Jahren eine ganz hohe Mietfluktuation haben. Die Mieterinnen und Mieter nehmen das einmal mit, sagen, hey, Neubau, das gönne ich mir jetzt einfach mal ein Jahr und dann suchen Sie sich was anderes. Und da muss man auch wieder dazu sagen, noch vor 5, 6 Jahren wäre das, ich suche mir was anderes, kaum möglich gewesen in Oldenburg. Mittlerweile sieht das aber gerade in der höheren Preisregion, ich sage mal jenseits der 10 Euro, sieht es so aus, wenn Sie im Internet schauen, da können Sie sich mittlerweile auch den Wohnraum wieder aussuchen. Das will ich mal festhalten. Das heißt also, Mietwohnungen im Bereich so ab 10 Euro aufwärts bekommt man in der Stadt Oldenburg wieder. Da hat sich die Situation also wohl offensichtlich geändert, oder? Völlig, ja. Okay. So, und mal über alles im Schnitt so gerechnet, was zahle ich denn so an Miete, wenn ich mal so Bümmerstede, Stadt Norden und so weiter mal so zum Durchschnitt bringe, was zahlt man für ein Quadratmeter in einer Neubauwohnung? Was? Ja, also Neubau ist natürlich immer noch das höchste Niveau. Da haben wir ermittelt und das auch in unserem Marktbericht ja dargelegt, dass wir so bis zu 12 Euro. Der Durchschnitt. Es gibt immer Ausnahmen. Ausreißer nach oben, auch zum Teil nach unten, aber das seltener. Wenn ich mal bedenke, und komme nochmal zur Korrelation zwischen Kauf und der Verzinsung meiner Investition. Wenn ich jetzt mal von 3% Zinsen ausgehe, brauche ich, wenn ich das Geld aufnehme, 12,50 Euro nur für den Kapitaldienst, ohne Tilgung, versteht sich. So, das heißt, es ist natürlich keinerlei Vorsorge für Reparaturen, naja, für sonstige Nebenkosten, die alle auftreten. Das heißt also, wenn Sie das Geld aufnehmen müssen, lohnt sich in der Tat der Neubau nicht mehr für Kapitalanleger. Aber dann kommt natürlich wiederum ein anderer Gesichtspunkt hinzu, den hat der Sarah erwähnt. Das ist natürlich die Inflation. Und dass man sagt, also ich gehe davon aus, die Inflation wird sich auch auf Preise im Immobilienbereich wieder auswirken, dann lebe ich natürlich in der Tat von der Hoffnung,
dass das auch funktioniert. Also die Mieten für Neubauten, man muss das immer, wie gesagt, vom Schnitt her sagen, 11, 12, 12,50 Euro, das ist allgemein drin. Bei den sogenannten Bestandsmieten, das sind also nun auch Gebäude 30 Jahre alt und so weiter, da liegen wir so in der Regel zwischen 7 und 8 Euro. Okay. Das ist an sich, das sind so eine Dreizimmerwohnung, 70 Quadratmeter, das ist so etwa eine Standardwohnung. Okay. Und wo ist man bei den Wohnungen mit Sozialbindung? Also wenn Sie aktuell in der Bindung sind, wenn Sie neu bauen, nach Änderkriterien, im einfachen Wohnberechtigungsschein bei 6,10 Euro. Okay. Und im erweiterten Wohnberechtigungsschein, das sind nochmal 60%, das wird ausgerechnet nach dem Bruttogehalt, dann sind Sie bei 7,50 Euro. Mhm. Aktuell in Oldenburg, muss man dazu sagen. Es gibt niedersachsenweit, landesweit unterschiedliche Mietenstufen. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Stadtgrenze einmal rübergehen, nach Wadenburg, da liegen Sie aktuell bei 5,80 Euro. Mhm. So, und wenn man jetzt mal so die Sozialwohnungen, gibt es entsprechend der Nachfrage genügend Sozialwohnungen in der Stadt Oldenburg? Nein. Immer noch zu wenig? Es gibt immer noch zu wenig und es gibt immer noch zu wenig in unterschiedlichen Segmenten. Das hat ja auch die Politik und die Stadtverwaltung vor einigen Jahren dazu bemüßigt zu sagen, wir müssen Quoten festlegen. Der durchschnittliche Investor, und umso mehr halt von außen kam, umso weniger es halt auch von Interesse war, dass wir eben so diese soziale Durchmischung, das würde ich immer, das habe ich auch immer gesagt in der Vergangenheit, Oldenburgerinnen und Oldenburger, auch eben, egal ob nun als Makler, als Bauträger, wie auch immer, schätzen ihre Stadt und wissen, wie sie nachverdichten oder eben auch nicht. Mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel, das will ich gar nicht ausschließen. Mhm. Aber es wurde immer darauf geachtet, dass das, ich sag mal, einigermaßen verträglich ist. Sicherlich finden Nachbarn das nicht immer gut, das gehört auch dazu, aber das war in Ordnung, sagen wir so. Und wie ist das jetzt, wenn ich ein Bauvorhaben umsetzen will, dann werde ich ja, bevor mir das genehmigt wird, werde ich ja veranlasst, so und so viel Prozent Sozialwohnung vorzusehen. Genau, mittlerweile ja. Sie haben die Verpflichtung, auf nicht städtischen Grundstücken 30% geförderten Wohnungsbau irgendwie mit umzusetzen. Aha. Bei Objekten mit mehr als 5, also wir reden nur über Mehrfamilienhäuser. Mehrfamilienhäuser mit mehr als 5 Wohneinheiten. Und wenn Sie auf städtischen Grundstücken arbeiten wollen, kaufen, errichten wollen, sind Sie mittlerweile bei 50% geförderten Wohnungsbau. Okay. Allerdings gestaffelt 20% einfacher B-Schein, 30% erweiterter B-Schein. Damit halt, das war die Intention seinerzeit, dass es über die Politik eingebracht wurde, dass ich halt eine, wie man so schon sagt, eine soziale Durchmischung, bestenfalls im Haus, aber mindestens Quartier bekomme. Dass halt der, ich sag mal, die einfache Person mit einem kleineren Gehalt, ob ich nun, ich sag mal, Kassierer irgendwo bin oder ob ich Friseur bin oder was auch immer, einfach auch nach dem, ich sag mal, im übertragenen Sinne ein Stück weit eben auch neben dem Jurastudenten und auf der anderen Seite neben dem Sparkassendirektor wohnen kann. So, dass irgendwie alles passt, so wie es früher mal war. Okay. Dass das natürlich teilweise so eine theoretische Wahrheit ist, muss man natürlich auch. Und dann zahle ich pro Quadratmeter, sagten Sie, die 7,50 Euro. Dann bin ich im erweiterten B-Schein, das heißt, ich habe noch mein Einkommen, das 60% höher ist als das, was im einfachen B-Schein sozusagen zugebilligt wird, dann bin ich bei 7,50 Euro. Und was dürfen die Leute im Jahr so an Einkommen haben, die den erweiterten B-Schein bekommen? Das kommt drauf an. Also die Grenzen sind landeseinheitlich sind festgelegt, die Bruttoeinkommen. Und da kann ich ehrlich gesagt nicht jetzt einfach eine Zahl sagen, weil das kommt immer auf den ganz individuellen Fall an. Sind Sie alleinerziehend, haben Sie Kinder, sind Sie frisch verheiratet? Da gibt es ganz viele Faktoren. Was aber mir immer ganz wichtig ist, und die Diskussion erlebe ich gerade im Landkreis Oldenburg, da sind wir auch viel unterwegs, allerdings nur im geförderten Wohnungsbau sehr viel. Was mir ganz wichtig ist, geförderter Wohnungsbau bedeutet nicht, wir bauen für Hartz-IV-Empfänger. Die dürfen im Regelfall, wenn die Kosten der Unterkunft das hergeben, dort auch wohnen. Aber der geförderte Wohnungsbau ist originär ins Leben gerufen worden, vor Jahrzehnten, damit Menschen mit kleinem Einkommen ihre Miete selber monatlich bezahlen, eine Möglichkeit haben, in einer Wohnung wohnen zu können, weil sie einfach auf dem normalen Wohnungsmarkt die Miete nicht mehr bezahlen können. Das ist die Intention. Ja. Das heißt also, Sie im Grunde genommen, das Thema Sozialwohnungen kann einigermaßen akzeptabel gestaltet werden durch die Auflage der Stadt, dass bei Neubauten 30% oder städtisch 50% Sozialwohnungen errichtet werden müssen in diesem Objekt. Ja. Okay. Aber
Dennoch ist es ambitioniert nicht, denn kürzlich habe ich gelesen, im Bund, jetzt gehen wir auf den Bund, im Bund sollen ja pro Jahr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Geschafft hat man letztes Jahr 290.000. Ne? So, wenn die Zinsen jetzt weiter steigen, wird man ja weniger schaffen. Das ist die logische Konsequenz, gerade im geförderten Wohnungsbau. Ja. Muss man auch dazu sagen, die wenigsten machen das freiwillig. Ja, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. In anderen Städten, ich bin jetzt gerade in den letzten Tagen beruflich in Braunschweig gewesen, dort gibt es diese Quoten von 30-50% nicht. Da werden auch von städtischen Unternehmen, die freuen sich über eine Quote, hängt teilweise natürlich auch mit der Preisentwicklung vor Ort zusammen, über Quoten von 20-30%. Da sind wir weit von entfernt. Wir bauen gerade im Landkreis Objekte mit 100% gefördertem Wohnungsbau. Alle, also nicht in der Größe wie in Oldenburg, das ist alles viel kleiner. Da reden wir im Regelfall über 5-6 Parteien. Aber vom Prinzip her, und das finde ich, gehört halt ja auch zur Wahrheit auch dazu, da muss man sich Gedanken darüber machen, geförderten Wohnungsbau gehe ich von einer Kreditfinanzierung und einer Bindung von 35 Jahren aus. Wenn Sie sich bei einer Miete von 12, 13, 14 Euro das durchrechnen, da habe ich ja mal diesen Rohertragsfaktor im Kopf, wo ich einfach nur mal die Zahlen nehme und sage, wie viele Jahre brauche ich, um das bezahlt zu haben. Da waren wir noch vor einigen Jahren, ich sag mal so irgendwo zwischen 25, 26, 27. Mittlerweile haben die meisten Rohertragsfaktoren die 30 schon dicke überschritten. Auf der anderen Seite, im Vergleich zum geförderten Wohnungsbau, wo ich eine Bindung von 35 Jahren habe, denke ich mir immer noch, wo ist das Problem? Ja. Also wenn ich natürlich, wie Sie gerade schon sagten, wenn ich natürlich den Anspruch habe, so wie es früher mal ging, ich kaufe mir das Haus oder ich kaufe mir die Wohnung, ich vermiete, ich nehme das nochmal alles mit, schnapp's oben drauf und in 10 Jahren kaufe ich mir die nächste, weil die andere ist schon fast bezahlt. Das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Da muss man aber auch dazu sagen, das konnten sich seinerzeit schon wenige leisten und das ist natürlich auch langfristig nicht nachhaltig. Das heißt, wenn man das mal so zusammenfasst, haben wir im Grunde genommen jetzt beim Mietwohnungsbau jetzt das Problem bei Sozialwohnungen. Nicht? Die Wohnungen, die eine Miete nehmen können, schrankenfrei, da sieht es ein bisschen anders aus. Stichwort Geld anlegen in Sachwerte. Aber wenn ich dann die Sozialbindung eingehe, okay, dann sieht es ein bisschen problematischer aus. Nicht? Denn, ja, das sagte ich ja vorhin, ne? Man muss es immer differenziert betrachten. So was habe ich für ein Grundstück, was habe ich für Vorgaben? Es hängt von den Einheiten ab, von den Gründen. Also es gibt ja viele Dinge, die man im Vorfeld einmal berücksichtigen muss, um auch überhaupt die Baukosten kalkulieren zu können. Stichwort Barrierefreiheit, rollstuhlgerecht. Also es sind ja alles Dinge, die da in diese Planung mit einfließen. Und wenn ich es im Vorfeld weiß, dann fließt es natürlich auch in meine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein, dass ich für die nächsten 10 oder 20 Jahre 1, 2 oder 3 Einheiten mit 6,50 Euro oder 6,60 Euro vermiete, ne? Aber das weiß ich bestenfalls im Vorfeld. Und wenn ich jetzt mal an den Mieter denke, ich nehme mal so den Mieter mit Sozialwohnungsanspruch, so der hat ja jetzt neben den 7,50 Euro, die er zahlt, jetzt hier auch noch das Thema zu verdauen, stark gestiegene Energiepreise. Spüren Sie das schon, dass einige sagen, ich kann es nicht mehr bezahlen, es geht nicht mehr, oder? Das wird man im Augenblick, glaube ich, noch nicht so sehr spüren, weil die Vorauszahlungen, die an die Energieträger zu zahlen sind, ja noch gar nicht richtig erhöht worden sind. Okay. Jetzt kommt die Abrechnung. Ja, und wenn die Abrechnung auf den Tisch flattern, dann wird sich das auf alle Fälle massiv bemerkbar machen. Da sehe ich schon, dass es auch notleidende Fälle geben wird, wo möglicherweise die EWE oder wer immer der Gas oder Strom liefert, darauf hängen bleibt. Also gegenwärtig ist das bei der Nachfrage schon ein Thema, die energetische Sanierung des Objektes. Okay. Geht auch bei Ihnen, wenn die sich melden? In jedem Fall. Okay. In jedem Fall. Das ist an sich fast die erste Frage. Wie hoch ist der KW-Verbrauch? Aber wie gesagt, in der Masse spielt es im Augenblick noch keine Rolle. Kommt das noch? Ja. Spüren Sie das auch schon in Ihren Gesprächen mit mir? Sie sind ja ein großer Vermieter. Also merken Sie auch schon, dass sich die bei Ihnen, so, und Sie haben ja auch sehr viele Sozialwohnungen im Angebot, spüren Sie das schon, dass die Leute Ihnen sagen, Herr Frankmuth, es geht nicht mehr? Ja, also wir merken es einmal natürlich in persönlichen Gesprächen. Ich muss dazu sagen, wir haben seitens der GSG aktuell ungefähr stetig steigend, nach wie vor, wie gesagt, mehrere Objekte sind im Bau und auch nach wie vor noch in der Planung. Wir haben aktuell ungefähr 8.000 Wohneinheiten in Oldenburg. Das heißt,
In der Bindung aktuell sind davon noch ungefähr 1.000, 1.500. Die anderen Objekte sind nicht mehr in diesen alten Förderkriterien, in der alten Bindung. Man muss aber dazu sagen, und das, wie gesagt, wir sind in der GSG aufgrund unserer Unternehmensstruktur natürlich ein bisschen anders aufgestellt. Wir haben nach wie vor über unseren Gesamtbestand, und wir haben ja in den letzten 10 Jahren fast 1.000 Wohneinheiten gebaut, haben wir immer noch eine Durchschnittsmiete von unter 6 Euro. Darum haben wir immer gesagt, wir brauchen in Oldenburg keine Mietpreisbremse oder die gerne noch oben drauf, aber das versuchen wir über die GSG eigentlich selber schon zu sein. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wir haben Ende April, weil, wie Herr Grasse schon sagt, die meisten werden, ich sag mal, das blanke Entsetzen erst bekommen, wenn sie die Energiekostenabrechnung bekommen mit der Jahresabrechnung. Und sie dürfen aber den monatlichen Abschlag, diese Abschlagszahlung, die sie haben, die dürfen sie ohne diese Abrechnung, wir nicht, die EWE nicht, auch alle anderen Energieanbieter nicht, dürfen sie von Firmenseite nicht anpassen. Was wir aber gemacht haben, wir haben in einem dreiseitigen Schreiben unsere Mieterinnen und Mieter Ende April darauf hingewiesen, dass die Entwicklung nun hinreichend bekannt ist aus den Medien, haben darauf hingewiesen, dass wir alle auch noch mal bitten, vielleicht noch mal nachzuschauen, ob sie nicht vielleicht doch wohngeldberechtigt sind. Das hat jetzt mit den Energiekosten erstmal nichts zu tun. Aber wir erleben immer wieder, dass viele Leute einfach auch nicht wissen, wo sie Anspruch darauf haben, auch Unterstützungsleistung zu bekommen. Da haben wir dann dargestellt, wie man das auf der Landesseite, auf den kommunalen Seiten abbilden kann. Und wir haben darauf hingewiesen bzw. darum gebeten und empfohlen, dass sie von sich aus, das ist das Einzige, was unterjährig geht, dass sie von sich aus mit ihren jeweiligen Versorgerinnen und Versorgern, egal ob nun Wärme oder Strom, sprechen und sagen, ich möchte gerne ab sofort nicht mehr, ich sag mal, die obligatorischen 60 Euro im Monat bezahlen, sondern vielleicht lieber 80, 90 oder 100, wenn sie es denn finanziell können. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Man muss es ja können. Es wird ja viele Mieter wahrscheinlich auch gerade bei Ihnen geben, die sagen, ich sehe das ja verstandesgemäß alles ein, dass ich den Abschlag erhöhen sollte. Ja. Nur ich kann es finanziell nicht leisten bei meinem Einkommen, sondern ich stehe vor dem Dilemma, ich möchte schon, aber ich kann nicht. Ja, wir haben, das kommt natürlich jetzt in der Situation noch erschwerend hinzu, wir haben natürlich auch Mieterinnen und Mieter, die kommen vom Regen in die Traufe. Natürlich. Wir haben hausintern seit über 20 Jahren eigene Schuldnerberatung. Wir haben einen eigenen sozialen Dienst, die auch rausfahren, mit den Menschen sprechen, auch mal in psychisch oder sagen wir mal, psychologisch schwierigen Situationen. Mhm. Aber es gibt ja auch Menschen, die durch Corona schlichtweg ihren Arbeitsplatz verloren haben, jetzt Leistungsempfänger geworden sind und sich jetzt, ich will nicht sagen nach Corona, soweit sind wir sicherlich noch lange nicht, aber ich sag mal, Corona wird immer mehr zum Bestandteil unseres Lebens, aber vielleicht sich jetzt gerade so ein bisschen aufrappeln, gerade vielleicht auch eine neue Arbeitsstelle gefunden haben und jetzt kommt der Hammer bei den Energiekosten und dann liest man Tag ein, Tag aus, EWE erhöht die Energiekosten. Früher waren das mal 2-3%, heute sind es einfach mal 30-40%. Und das dann einfach auch mehrfach nacheinander. Mhm. Und dann müssen wir einfach Gespräche führen. Und das machen wir auch. Ja, und wenn man das mal so, glaube ich, zusammenfasst, vielleicht sehe ich das ja falsch, aber ich habe so die Sorge, dass diese Entwicklung, die wird ja nicht nächstes Jahr aufhören. Energiepreise werden ja weiter steigen, es sei denn global tritt eine große Entspannung ein. Aber da muss man ja Realist bleiben, das wird so nicht sein. Dann habe ich so die Sorge, dass es zu einer Art sozialen Spaltung kommt. Derer, die sich das noch erlauben können, ob mit oder ohne Einschränkung. Und die anderen, die sagen, das Geld reicht jetzt nur noch bis zum 18. des Monats, nicht mehr bis zum 31. So, und da frage ich mich dann, kann man das so weiter hinnehmen? Oder muss man nicht präventiv dafür irgendwas tun? Ich habe da auch nicht die ideale Idee. Muss man nicht präventiv etwas tun, um diese soziale Spannung, die sich dann ja auch vielleicht in politischen Segmentierungen ausdrücken wird, muss man da nicht etwas tun. Und da sehe ich zurzeit auch gar nicht, dass sich irgendwelche Leute da mal Gedanken machen. Wir diskutieren die Situation, wir jetzt ja gerade auch, wir besprechen sie, aber unser Besprechen ist keine Lösung. Und so geht es in verschiedenen Institutionen. Ich sehe nicht, dass irgendjemand, der kompetent ist, jetzt sich dieser Problematik annimmt. Im Grunde genommen, glaube ich, laufen wir auf das Problem zu. Ich denke, oder ist das zu negativ formuliert? Ich denke mal, da sind zwei Akteure gefordert. Der eine ist der Staat.
Es wird nicht, der Staat wird nicht umhinkommen, zum Beispiel die Wohngeldbezieher. Ich bin ohnehin ein großer Freund der Subjektförderung. Die Objektförderung muss sein. Nicht? Das haben wir von Herrn Freimuth anschaulich geschildert bekommen. Aber wir brauchen dann auch die Subjektförderung. Die personengebundene Förderung. Die Erhöhung des Wohngeldes. Und da kommt der Staat nicht um, um genau das zu verhindern, was Sie geschildert haben. Nämlich, es würde zu einer solchen sicherlich sozialen Spannung kommen. Der zweite Akteur ist letztendlich natürlich auch der Vermieter. Ich gehe mal davon aus, diese erhöhten Nebenkosten fressen Mieten. Weil irgendwo ist die Grenze eines Mieters erreicht. Natürlich. So, er zieht natürlich, wenn er sagt, welche Miete zahle ich, dann sagt er im Allgemeinen seine Bruttomiete. Der Vermieter nur die Nettomiete. So, ja. Und da kraft natürlich eine große Lücke. Und ich schätze mal, wir haben im Augenblick stagnierende Mieten. Ich bin nicht sicher, ob wir auf diesem Niveau, das wir zurzeit haben, auf Dauer bleiben werden. Das hängt natürlich, wie gesagt, auch von diesen Maßnahmen, die die Regierung eventuell in Angriff nimmt, ab. Deswegen ist eine genaue Prognose nicht möglich. Aber ich sehe nur auf dieser Ebene Handlungsbedarf. Was muss denn so, wenn ich so mal auf die Uhr schaue, dann haben wir so ziemlich unsere Sendezeit ausgenutzt, gleich in wenigen Minuten. Wenn ich mal so mich an Sie wende, Herr Nikolai Magzara, vorhin eingangs, fiel mir Ihr wunderschöner Vorname nicht so stark, Nikolai Magzara. Was sehen Sie denn so als Möglichkeit, die Situation vernünftig zu ändern? Was muss konkret getan werden? Wenn Sie mal so aufgerufen werden zu sagen, zack, 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 das muss gemacht werden. Nein, also die ganzen, egal ob es Corona ist oder jetzt die Ukraine, hat uns ja allen gezeigt, so wie abhängig man ist, auch teilweise vom Import, egal ob es jetzt Gas ist oder irgendwelche technischen Teile aus Asien. Also man muss sich wieder darauf konzentrieren, so was kann ich hier selber schaffen. Ne? Und das wiederum funktioniert aber nur auch mit einem, Zusammenspiel mit der Politik. Ja, ne? Ja. Also dass dort auch langfristige Strategien getroffen werden und nicht immer nur für die Zeit der jeweiligen Regierungsperiode. Ja. Ne? Und das habe ich gestern auch noch mal im Kreise des Immobilienkreises zusammen mit Herrn Rude von den Grünen gesagt, so wenn die ihren Parteiabend dann haben, so Menschen, dann ladet doch mal die Oldenburger Fachleute ein und diskutiert doch mal, kommt doch überhaupt mal in eine Diskussion. Ne? Ja, ja. Und so kann man sich dann ergänzen, aber es werden halt ein Stück weit werden Maßnahmen ergriffen, die nicht langfristig gedacht sind und dann auf einmal werden sie gekappt von Herrn Habeck. Ne? So meiner Meinung nach waren die Zuschüsse im Verhältnis zu dem, was ich dafür bringen musste, an sich zu hoch. Ne? So ist wurde Geld verschenkt, so hätte man das, die Förderhöhe, sich daran orientiert, was die Maßnahmen jetzt kosten. Ja. So eine Luftwärmepumpe hat mich 8.000 Euro gekostet, bekommen habe ich 26.250 Euro Cash, auf die Hand, ohne einen Kredit. Und deshalb hat es natürlich jeder genutzt und deshalb waren die Ausgaben natürlich so enorm. Ne? Klar, aber dieses, langfristige, nachhaltige Denken. Ich meine, uns ist allen klar, dass wir nur diese eine Welt haben, aber dass jetzt nur diese Krise in der Ukraine zu diesem Umdenken geführt hat, bei vielen zu sagen, ich verzichte auf Gas. So, das muss man sich mal überlegen, wieso das nicht vorher funktioniert hat, weder nur mit hohen Zuschüssen. Aber ohne Zuschüsse ist keiner bereit oder war vor der Ukraine nicht bereit, da mehr Geld für auszugeben. Ja. Also Sie sagen, Sie würden sich mehr Einbindung der Praktiker in die Politik, bevor Sie losgackern, vorne, wenn ich das mal so zusammenfasse. Doch, also es soll ja ein, man kann es nur gemeinsam schaffen. So, und da finde ich, es ist in jedem Unternehmen üblich, dass man sich vorher unter den Abteilungen austauscht und dann gemeinsam ein Projekt oder Produkt entwickelt. Ne? Und im Moment ist es für uns auch auf der behördlichen Seite immer schwieriger geworden, überhaupt
im Vorfeld vor Kauf zu wissen, so was kann ich denn darauf realisieren? Der Bebauungsplan ist der noch rechtsverbindlich? Ist er im Änderungsverfahren? Schwebt da irgendwas in der Luft, dass das auf einmal ich kaufe es und morgen wird irgendwas geändert? Also das sind ja auch noch Faktoren, die jetzt hier gar keine Rolle gespielt haben, die es dem Investor oder Projektentwickler schwierig macht, da überhaupt eine Prognose treffen zu können. Ja. Herr Grasse, was empfehlen Sie denn? Sie sind ja ein alter Hase im Geschäft, ne? Haben Auf und Abs erlebt über Jahrzehnte. In der Tat. Wobei ich auch, und da komme ich auf das Eingangsstatement von Herrn Maxara zurück, diese Zeiten haben wir auch bei mir, ich bin seit 40 Jahren öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, nie erlebt. In dieser Form nicht. Wir haben die Ölkrise 72, 73, erinnert sich, das war schon ein Schock, aber das ist natürlich heute noch gar nichts dagegen. Also was erwartet uns in der Zukunft? Gewohnt wird immer. Es geht ja gar nicht anders. Klar. So, das heißt also, von dem Faktor gehen wir auf alle Fälle aus. Wir sprachen immer mal davon, die Mieten seien unbezahlbar. Eine unbezahlbare Wohnung ist eine Leerstandswohnung. Das ist klar. Also wer sie nicht bezahlen kann, der wird sie nicht mieten. Also alle, die vermietet sind, sind bezahlbare Wohnungen. Das kommt natürlich immer darauf an, aus welchem Blickwinkel sehe ich das. Für den Hartz-IV-Empfänger ist natürlich eine bezahlbare Wohnung ein anderer Faktor als für den Regierungsdirektor. Da wird der Markt sicherlich auch einiges richten. Dessen bin ich mir ziemlich sicher. Der Markt hat eigentlich immer die Weichen irgendwann in die richtige Stelle gerückt. Wenn die Nachfrage so hoch ist, befeuert durch ganz niedrige Zinsen, darf man sich natürlich nicht wundern, dass investiert wird. Vor allen Dingen, es gab keine Alternative. Denken Sie nur auch an das sogenannte Verwahrgeld. Die Leute wurden gezwungen. Raus mit dem Geld. In die Aktien wollten sie nicht gehen. Sind sie in den Wohnungsmarkt gegangen. War auch kein Fehler. Wird auch in Zukunft kein Fehler sein. Dessen bin ich mir sicher. Natürlich wird man, und das, da wiederhole ich mich nur, auf sich gesehen, ohne eine staatliche Hilfe, schwerlich eine soziale Spannung verhindern können. Herr Frankmuth, was muss nach Ihrer Ansicht gemacht? Sie sind ja maßgeblich tätig in der GSG für einen, sagen wir mal, austarierten sozialen Wohnungsmarkt. Nicht, dass Sie, ich sag mal, Sie haben ja so eine Art Korrektivfunktion, sage ich mal, als GSG. Ne? Wir versuchen sie zumindest immer wieder einzunehmen, aber es ist nicht überall ganz einfach. Aber ich fand es ganz bezeichnend, wie Herr Grasse eingangs schon sagte, wir erleben jetzt eine Zeitenwende und eine Zeitenwende in vielerlei Hinsicht. Für mein Dafürhalten ist halt auch Nachhaltigkeit und auch Wohnen immer eine Teamleistung. Also sicherlich ist es immer einfach zu sagen, die Politik muss eingreifen. Die Konsequenz ist aber immer, wenn Politik eingreift, hat danach auch Politik Schuld an was auch immer. Finde ich persönlich nicht nur bedauerlich, sondern ich denke mir dann immer, Politik müsste eigentlich gar nicht immer eingreifen, Entschuldigung, wenn sich die Menschen einfach mal selber so ein bisschen reflektieren würden und selber mal darüber nachdenken, was kann ich denn selber tun? Und auch beim Energieverbrauch muss man ganz klar zu sagen, sicherlich kann ich über die Dämmung schimpfen. Das ist sicherlich Aufgabe des Vermieters. Da sind wir jetzt seitens der GSG seit fast 20 Jahren aktiv. Wir haben jetzt fast unseren kompletten Bestand durchsaniert. Das hat uns pro Jahr 5 bis 10 Millionen Euro gekostet und das jetzt seit 20 Jahren. Dann hat man auf der einen Seite mal einen Kostenpunkt dazu. Auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch mal vor Augen führen lassen, wie lange brauche ich, um sowas zu sanieren? Und es gibt ja nicht nur 8.000 Wohneinheiten in Oldenburg, sondern ein Vielfaches davon. Das heißt, wenn wir jetzt auf Nachhaltigkeit, auf erneuerbare Energien, auf zum Beispiel Luftwärmepumpen, Luftwasserwärmepumpen eingehen, in Neubauprojekten setzen wir das auch rein. Aber in Sanierungsobjekten, das umzusetzen, von den fossilen Brennstoffen auf, ich sage jetzt mal Luft oder was auch immer da noch kommen mag, Wasserstoff, irgendwas in der Richtung, das wird sicherlich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, um Oldenburg, den alten Wohnungsbestand, so auf den Stand zu bringen, dass wir da sind. Und da bringt mir dann auch wenig ein Regulativ irgendwie aus der Bundesregierung oder aus der Landesregierung, weil ich auch nicht vergessen darf, es muss auch, und da sind wir bei Fachkräftemangel, es muss ja auch Handwerkerinnen und Handwerker geben, die das einbauen. Lieber Herr Frankmuth, lieber Herr Grasse und lieber Herr Maxara, herzlichen Dank für das offene und konstruktive Gespräch.
Ich merke, wir hätten, glaube ich, noch eine Stunde weiter über die ganze Materie sprechen können, denn ich habe hier drei ausgepuffte Fachleute natürlich. Und da macht es Spaß, sich weiter zu unterhalten. Aber auch die U1 hat so Sendegrenzen und die haben wir jetzt erreicht. Ich bedanke mich für das offene Gespräch mit Ihnen. Gerne. Wir haben zweifellos miteinander nicht die Ideallösung gefunden für das Thema, ist Bauen und Mieten noch bezahlbar? Das war aber auch nicht unsere Absicht, sondern unsere Absicht war sicherlich, den Zuschauerinnen und Zuschauern die Thematik bewusst zu machen, sie zum Nachdenken zu veranlassen und sie zum weiteren Diskutieren zu veranlassen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie hier im Studio waren, wünsche Ihnen für Ihre weitere zweifellos verantwortungsvolle Aufgabe in dem Immobilienmarkt, denn wie Sie ja gerade gesagt haben, gewohnt wird immer, ja, und Wohnen braucht man auch immer. Insofern haben Sie eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, Sie drei, in Ihren jeweiligen Unternehmen. Weiterhin alles Gute für Ihre Aufgabe. Schön, dass Sie dabei waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war unser Forum Wirtschaft zu dem Thema, ist Bauen und Mieten noch bezahlbar? Wir haben Ihnen sicherlich Anlass gegeben zum Informieren und zum Nachdenken. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie dem Forum Wirtschaft verbunden. Machen Sie es gut. Tschüss.